Moin moin zusammen, ja, ich bin's wieder. Ich bin auf der Insel Mainau und bin mit meinem Team hier mit dem EQC von Mercedes unterwegs. Wir nehmen teil am eCannonball 2019 und was genau der eCannonball ist und worum es geht und vor allen Dingen, wer dran teilnimmt, das seht ihr direkt nach dem Intro. eCannonball. eCannonball, wer die Filme kennt von damals, Burt Reynolds, war der Cannonball ja ursprünglich eine Reise von West nach Ost der amerikanischen Küste. Jetzt heißt es von uns vom Süden in den Norden eCannonball und der eCannonball selber, was ist das einfach? Ursprünglich eine Vergleichsfahrt von Elektroautos, die das Ziel hat, einfach zu sagen, Langstrecke ist mit dem Elektroauto auch schon heute ganz einfach möglich. Ofe Kröger, den seht ihr hinten mit seinem Tesla hier. Da hinten der blaue Tesla, den ihr vielleicht seht. So wie Michi Schmidt haben damals ein kleines Battle gehabt, damals vor einem Jahr, also 2018, und haben gesagt, hey, Michi hat gesagt, du, mit meinem Kuna schlage ich dein Tesla ja umlang. Und dadurch ist da eine Reise entstanden von Hamburg nach München. Und das war der eCannonball 2018. 2019 alles professioneller und wir haben jede Menge Autos dabei. Neben Ofe Kröger, neben Michael Schmidt, sind dabei Robin von Robin TV, es ist dabei dieser Dad, es ist dabei der Elektrochecker, es ist dabei das Blockhaus, wir von Schwungvoll sind dabei, natürlich ist Next Move dabei mit den Next Move Ladies, Next Move natürlich auch der Titelverteidiger vom letzten Jahr, auch der Stefan ist direkt dabei und ja, wir haben hier vorne Snellers, das ist Ofes Händler aus Holland, der natürlich auch dabei ist. Also es ist eine unheimlich bunte Elektromobilveranstaltung und es hat eigentlich nur ein Ziel zu zeigen, Elektromobilität in Deutschland funktioniert auch heute schon. Das Elektroauto, was natürlich am meisten mitfährt, das seht ihr hier schon in der Reihe, das ist Tesla, 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 Tesla. Also das geht dann hier weiter, Model S, Model X, Model 3, aber es fahren natürlich auch andere Fahrzeuge mit und zum Beispiel haben wir hier einen Jaguar I-Pace, der tritt genau in unserer Klasse an, ist ein Gegner des Mercedes EQCs. Ja, und wenn wir jetzt mal einfach hier hinten rumgehen, da sehen wir dann auch, dass es natürlich ein paar weitere Fahrzeuge gibt. Das ist unter anderem ein Maxus Transporter aus China. Der Maxus hat eine Ladefähigkeit an DC von ca. 27 Kilowatt. Der hat eine vorausberechnete Ladezeit von ca. 13 Stunden. Der Fahrer Peter, der rechnet damit, dass er nach 13 Stunden ankommen wird. Um nachts 2, 3 Uhr wird das wohl dann irgendwann ausgehen. In die Reihe geguckt haben wir dann von der Zoe ENV 200, BMW i3, natürlich die Ioniqs. Hier vorne sogar ein Opel Ampera E, das Auto, was es eigentlich gar nicht mehr gibt. Der Kona natürlich, ein ganz harter Gegner, kleines, sehr sparsames Auto, 64 Kilowattstunden. Ja, alle sind hier vertreten und unsere direkten Gegner, da gehen wir jetzt mal hin, das sind auch die Audi e-Trons. Und jetzt sind wir hier eingekesselt von einem e-Niro, einem Kona, den beiden e-Trons zurück an unserem Auto. Und damit das Ganze natürlich eine Vergleichsfahrt wird, hat man Handicaps beschlossen. Michi und Ofe Kröger waren da sehr, sehr emsig und haben sich überlegt, wie machen wir das? Ja, und dadurch hat sich ergeben, dass wir mit unserem e-tron nur mit 60% Akkukapazität starten dürfen. Der e-tron selber hat dann eine Startkapazität von 50%. E-Niro und Kona, die hier zu meinen beiden Seiten hier stehen, dürfen tatsächlich mit, ich meine, 80% starten und ein Ioniq oder eine Zoe sogar mit 100%. Ja, das hat zur Folge, dass neben den Teslas, die natürlich auch je nach Long Range oder eben Modell ein Handicap bekommen, es echt eng wird an der Ladesäule und ein Tesla natürlich neben dem Supercharger auch inzwischen das CCS-Netz nutzen darf. Also, ich glaube, wer da das erste Auto an der Ladesäule ist, hat einen ganz großen Vorteil und wird das Ding für sich entscheiden. Mehr Professionalität erfordert natürlich auch mehr liquide Mittel und mehr liquide Mittel bekommt man durch Sponsoren. Hauptsponsor des eCannonball 2019 ist tatsächlich die Firma Euronics, die auch selber mitfährt mit einem Model 3. Die haben dann auch hier noch einen kleinen Stand aufgebaut, haben das Glücksrad mitgebracht und haben wirklich für die Teamaufkleber gesorgt und ganz viele andere Sachen. Wir haben Voltus noch als Sponsor, die auch mitfahren, da kommen die Jungs gerade zufällig vorbei. Und das ist natürlich alles nur machbar mit eben den wichtigen Sponsoren. Gut,
das war mein ganz kleiner Eindruck hier vom eCannonball 2019. Ich wollte euch mal eben zeigen, warum macht man den eCannonball, was ist die Basis des Ganzen und letztendlich, wer fährt da überhaupt mit. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen hoch, da meinen Kanal abonnieren und dann bekommt ihr jedes Video direkt frei Haus.